Bonjour, Freunde, willkommen zurück. Danke fürs wieder dabei sein. Wir haben genau hier aufgehört, wo wir jetzt wieder anfangen. Also, ihr habt nichts verpasst und ja, wir müssen jetzt ein bisschen was machen. Wir haben in 2 Tagen auch den nächsten Test gegen Inter Miami und wir sind momentan an 2 Neuverpflichtungen dran. Schauen wir mal, ob es klappt. In erster Linie schauen wir jetzt mal kurz auf die Assistenztrainer, die sich beworben haben. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wie die Zuordnung so ist. Also, was ich hier sehe, ist, im Bereich Athletiktrainer müssten wir eigentlich noch besser werden. Führungsqualitäten haben wir keine guten und das Halten von den Torhütern ist nicht so wirklich gut. Schauen wir mal kurz, was wir an Jobanzeigen momentan draußen haben. Assistenztrainer. Ich werde schauen, ob wir vielleicht noch einen neuen Torwarttrainer bekommen und vielleicht kriegen wir einen Assistenztrainer, der einen guten Athletikwert hat. Das wäre eher hier am ehesten noch. Der hat ein paar sehr, sehr gute Eigenschaften. Jetzt müssen wir nur schauen, wer hat gute Führungsqualitäten. Der hat 12 und der hätte 12. Aber die sind alle sensationell, finde ich. Der hat Scouting-Kenntnisse in Italien und der auch dazu eben unter anderem in Argentinien. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den. Ich verhandle da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig nach. Und dann schauen wir, dass wir noch einen Torwarttrainer bekommen, damit wir hier im Durchschnitt einfach etwas besser werden. So. Die sind. Oh, Norwich hat Kasper Dolberg verpflichtet. Und Drambaev wechselt. Damit haben wir mit ihm Geld gemacht. Auch wenn der Wechsel an und für sich oder der Transfer sich nicht wirklich als sinnvoll erwiesen hat. So, Avian werde ich jetzt ehrlich gesagt ablehnen, weil wir eben im letzten Part schon drüber gesprochen haben, dass ich da ganz gerne oder dass wir da ganz gerne mehr Qualität hätten. Und wir haben unsere Augen jetzt auf neue Ziele gerichtet, nämlich auf ihn hier. Also der wäre natürlich Weltklasse oder auf dem Weg dorthin. Atletico ist interessiert, Levante auch. Ja, schauen wir mal. Also sobald Atletico einsteigt, wird es halt schwierig. Aber ich hoffe, dass wir den Deal trotzdem bald mal eintüten können oder zumindest mal den Pongracic-Deal. Und zwar idealerweise jetzt noch vor dem Testspiel gegen Inter Miami, aber es schaut nicht so aus. Das Problem ist nämlich, Pongracic ist jetzt nicht mehr beim Probetraining. Dementsprechend fehlt uns jemand. So, jetzt haben wir es. Transfer verschieben, Transfer absagen, wie viel fehlten? 12 Millionen müssten vom Transferbudget von 7 abgezogen werden. Ich versuche mal mit dem Vorstand zu reden. Tatsächlich der Vorstand. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass du so über dem Budget drüber bist, aber der Vorstand einfach sagt, ach komm schon, du machst so einen guten Job. Du siehst so gut aus. So einen Trainer wie dich wollten wir schon immer. Wir unterstützen das. So ungefähr stelle ich mir das Gespräch vor. Natürlich nur Französisch, aber sonst wird es ziemlich so abgelaufen sein. Schaut euch den Marktwert an. Jo, das ist ganz nice. Wahnsinn. Okay. Traumhaft, oder? Das heißt, sie haben jetzt natürlich komplett mit ihm verhandelt und das alles auch durchgezogen, weil ich glaube, Schlüsselspieler und 2,7. Na doch, das habe ich gesagt mit 5 Jahren. Passt schon, weiß schon wieder. Aber Wahnsinn. Toller Transfer. Der kriegt die Nummer. Wieso hat Koulibaly noch die 10? Okay, warten wir einfach, bis Koulibaly weg ist, dann kriegt er die 10. Und Junior Manga hat verlängert, jetzt müssen wir nur vom Budget her schauen. 900.000 Gehaltsbudget. Wie viel will denn der. Achso, Pongracic ist jetzt natürlich nicht mehr da. Wie viel will er denn? Wie viel haben wir ihm geboten? 500. Okay, dann wird sich das sogar noch ausgehen und dann wäre das Budget aufgebraucht. Ja, bin ich gespannt. Schauen wir mal. Was ist da jetzt noch nötig? Nichts mehr. Es ist jetzt verpackt. Dann schicke ich das Angebot halt einfach nochmal ab. Ah, okay, dann geht's wieder. Kleiner Bug. So, Möller ist jetzt gegangen, den wir zum Probetraining hatten, aber eh nicht wirklich nötig. Auch den haben wir nicht bekommen. Ignatenko 3 bis 5 Tage verletzt. Dafür haben wir einen neuen Athletiktrainer, der wird sich dann gleich um Ignatenko kümmern. Karevic. Eigentlich echt ein ganz interessanter Keeper, so als Nummer 2 oder so. Deswegen packe ich den mal auf die Auswahlliste. Wir müssen jetzt sowieso schauen, weil wir jetzt die Situation haben. Ich werde Bagi keinen neuen Vertrag anbieten.
Ja, das Gute ist, dass wir jetzt eigentlich auch kein Geld mehr haben. Im besten Sinne des Vereins gehandelt. So, wer ist denn da alles? Janicek, Bogusch. Bogusch, Pernede, Eposé, das ist noch weniger tragisch. Janicek und Neris möchte ich natürlich schon irgendwie. Ich bleibe beim Standpunkt. Alter, Eposé. Ja, die können rückgekränkt und beleidigt und sonst irgendwas sein. Wenn Baji weiter stänkert, dann fliegt er aber hochkant raus. Ich sag's euch. Ich hab auf diese Scheiße unter Anführungszeichen, sorry, dass ich das jetzt so ausspreche, aber muss ich jetzt mal sagen, keinen Bock. Weil man muss ganz ehrlich sagen, der hat erst einen neuen Vertrag bekommen. Das ist noch nicht so lange her, dass er bei uns unterschrieben hat. Und natürlich, der hat eine sensationelle letzte Saison gespielt und will dadurch einen neuen Vertrag. Das Problem ist aber einfach, ich kann ihm momentan keinen neuen geben. Und dementsprechend, sage ich ganz ehrlich, werde ich mich jetzt von ihm verabschieden, weil ich will, dass dieser Scheiß aufhört. Bargy wird jetzt auf die Transferliste gesetzt. Ich gebe jetzt mal keine Summe an, dann schauen wir mal, wie die Angebote reinkommen und ich verschiebe ihn in die zweite Mannschaft. Ich hoffe, der Spacko ist jetzt glücklich. Ja, so, Junior Manga haben wir mal mitgenommen. Das heißt, das ist jetzt schon mal der erste Grund, dass ich es ausgezahlt habe, den nach oben zu ziehen. Stracek im Tor. Ekomje werden wir auch ersetzen müssen. Da spielt Eposé. Und jetzt haben wir halt keinen Ersatzkeeper dabei und keinen Ersatz-Linksverteidiger. Da könnte man, ist die Frage, ob jetzt irgendwer im Trainingslager ist. Der ist nicht mit der ersten Mannschaft im Trainingslager, das ist eh klar. Ja, ganz egal, es ist nur ein Freundschaftsspiel. Also, wenn sich der Torwart verletzt, dann nehmen wir halt Bargy ins Tor. Na, den streichen wir da jetzt auch natürlich noch raus. Ja. Muss man auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Club Brügge gibt ein Angebot für Bargy ab 3,8. Wir gehen auf 7,5. Abgelehnt, großartig. Aber ganz ehrlich, also da steht, dass er 11 wert ist, deswegen gehe ich auf 10. Und dann schauen wir einfach mal. Piringella unterschreibt einen neuen Vertrag. Justin Kumi, junger Ghanaer, kommt jetzt noch für die zweite Mannschaft. Aber ich glaube, da können wir es dann schon langsam auch gut sein lassen. Ich glaube, wir haben jetzt eh nicht mehr viele Angebote draußen. Also ich sag mal ganz ehrlich, für eine vierte Liga absolut ausreichend. So, Teamauswahl. Steinmetz, da haben wir schon einen Ersatzkeeper. Wer kennt ihn nicht? Julien Steinmetz, Megatalent. So, Bernede tauscht hier. Und dann werden wir ihn gleich mal spielen lassen. Und die beiden kriegen eine Pause. Gut, legen wir los. Ein paar Ersatzspieler haben wir, das heißt, wir können schon ein bisschen durchwechseln, aber das habe ich eh schon im letzten Part gesagt. Wenn die jetzt da komplett durchspielen, ist es für mich auch okay. Weil ich halt einfach schauen möchte, dass die Spielpraxis von der ersten Mannschaft nach oben geht. Wir sind ja, glaube ich, gerade zum Trainingslager in der MLS, also eh in Miami, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dementsprechend freue ich mich sehr über diesen Test hier heute. So, Rooney. Release auf Neres und der wird geblockt. Ah ja, den Jettli-Namen, die stimmt. Amastracek. Ich hätte irgendwie ganz gern mal einen französischen Ersatzkeeper. Weil gerade so eine Ersatzkeeperrolle, den hast du immer irgendwie im Kader und wenn das dann einer ist, der 0:1 für Inter Miami. Sehr bitterer Start. Wenn das dann jemand ist, der Franzose ist, vielleicht sogar noch Heimatverein oder so irgendwas, finde ich das schon ganz cool. Und Ersatzkeeper findest du halt qualitativ relativ einfach, normalerweise. Dafür kriegen sie dann halt auch Tore wie jetzt Stracek.
Na, im 1 gegen 1 kann er natürlich wenig machen. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie man den Spieler ausspricht. Baraji vielleicht. Aussprache. So, aufpassen jetzt. Nicht Louis-Jean, sondern Jean. Mit dem 0 zu 2. Was ist denn jetzt los? Also sie sind eiskalt vom Tor. Und das ärgert mich gerade maßlos. Dementsprechend werden wir das Maß regeln. So, die Aussprache. RG, okay. Okay, dürfte Baji heißen. Gut. Was ist denn jetzt spielerisch los? Also gut, diese zwei 1 gegen 1 Situationen, die haben sie super rausgespielt und waren dann auch eiskalt, aber es geht generell nur in diese eine Richtung. Und jetzt muss man mal ehrlich sein, eigentlich spielen wir so ziemlich mit unserer stärksten Mannschaft heute. Also Baji ist natürlich neu im Spiel, klar. Aber bis auf Bernede und links hinten Eposé spielen unsere stärksten Spieler heute. Und man sieht hier, die haben deutlich mehr Abschlüsse. Sie bringen auch fast alle Abschlüsse aufs Tor, was auch dafür spricht, dass wir die Chancen nicht gut verteidigt bekommen, weil die Chancen, die sie bekommen, halt einfach eine gewisse Qualität haben und gut sind. Und ja, Eposé. Ah, schon gedacht, da kommt ein Elfmeter, aber leider nichts. Ein Bucher mit der Ecke. Und Marsman. Das Marsmännchen, wie geil. Nick Marsman, der ist Niederländer. Kenne ich gar nicht. Sehr spannend. Also die Kreativität im Mittelfeld fehlt komplett. Auch über die Flügel geht nichts. Dadurch hängt der Stürmer Neres in der Luft. Sehr gut, wie Elise sich da durchtankt. Guter Seitenwechsel, Baji auf Bernede und da haben wir den Abschlusswert von 7. Ihr wart grauenhaft, das muss ich ändern. Neres sieht entmutigt aus, dann wird er jetzt mal mutig duschen gehen. Louis-Jean ein bisschen müde, da kann der Glünter ran. Campbell für den schwachen Sissoko. Und den Rest lassen wir jetzt mal spielen. Im Endeffekt ist das Ergebnis ja eh nebensächlich. Die Spielpraxis ist wichtig, alles andere ist primär. Heißt so schön. So, Campbell auf Elise. Wieder Campbell. Den setze ich große Hoffnungen. Bernede tankt sich da ganz gut durch. Schade, dass es mit dem Abschluss da nicht geklappt hat. Ich will ja auch Inter Miami hier nicht schlecht reden. Also MLS hat Qualität, das haben wir auch mitbekommen bei unserem MLS-Save, dass da gar kein schlechter Versuch, dass da durchaus Qualität ist. Aber eigentlich bin ich schon davon ausgegangen, dass wir das Ding gewinnen werden. Aber vielleicht dauert es jetzt auch einfach, also unsere Spielpraxis ist eine Katastrophe im Moment noch. Vielleicht dauert es dann halt einfach auch noch zusätzlich, um diese neuen Spiele irgendwie reinzubringen. Bernede mit dem Abschluss. Also zumindest kommen wir in der zweiten Hälfte jetzt ein bisschen weiter voran. Es ist eben ein Expected Goals Wert von 0,92 und die machen 2 Tore draus. Da sieht man auch schon, dass die natürlich dann ein bisschen Glück in den Situationen hatten. Aber alles in allem keine gute Vorstellung. Corentin Jean. Aber schaut mal die technischen Werte an. Also das ist schon, die sind eigentlich schon massiv schwächer als ein Ligue 1 Club. Der eine Spieler ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt repräsentativ für den ganzen Verein da. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das ist alles okay. Jedlin ist sowieso gut. Oh, Baji hat sich verletzt. Das ist nicht gut. Möchte weiterspielen, aber seine Verletzung behindert ihn. Ja, können wir nur hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Wir nehmen ihn natürlich raus, eh klar. Ich bin ja ein netter Trainer. Also außer zu Spackos wie Baji.
Liebe Grüße. So. Also jetzt haben wir alles durchgewechselt, was wir irgendwie gut wechseln konnten. Die Frage ist, ob wir Bogusch nicht vielleicht sogar dieses nach innen ziehen links außen beibringen sollen. Aber andererseits haben wir da halt mit Ribeiro und mit Neris auch andere, die das noch können. Also notwendig ist es wahrscheinlich nicht. Der war gut. Eieiei, Riesenchance. Nochmal. Schade. Also die zweite Hälfte gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser. Man hat das Gefühl, dass die Jungs den Ernst der Lage begriffen haben. Vielleicht haben sie auch wirklich Inter Miami einfach ein bisschen unterschätzt. Geht vielleicht vielen so mit der MLS. Von der Statistik her haben wir jetzt schon ziemlich ausgeglichen. Den Charbonnel könnte ich eigentlich noch bringen. Ich bringe den einfach als Box-to-Box-Spieler. Eposé mit einer 6,3. Der sollte sich halt echt lieber um seine eigenen Leistungen kümmern und nicht um die Verträge von seinen Kollegen. Gut, also wir verlieren 0-2 gegen Inter Miami. Das war der Jetlag. Ich bin alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis, aber sei es drum, abgehakt. Party verletzt zum Glück nur 1-3 Tage. Ich weiß nicht, was der für einen Wutausbruch aufdeckt, Sissoko, aber das interne Ausplaudern mag ich gar nicht. Bin gespannt, ob wir jetzt Angebote für Baji bekommen. Ich glaube, das dauert schon zu lange. So, Länderspiele. Bushima hat gut gespielt, Poussin hat gut gespielt. Ja, Stamenic hat auch durchgespielt. Ja, das scheitert anscheinend an den Gehaltsvorstellungen von Aliou Baji. Finde ich ganz spannend. So, Athletiktrainer wechselt zu uns. Assistenztrainer, der ja richtig Qualität hat. Damit brauchen wir nur noch einen neuen Torhüter-Trainer und dann sind wir eigentlich fertig. So, Stamenic wird wohl nach Skandinavien verliehen, wenn die Arbeitserlaubnis da ist. Und wir machen in der Zwischenzeit mal die Trainerzuordnung, nachdem da jetzt ein bisschen was sich getan hat. Dann gehen wir auf die Mitarbeiter und da sind wir jetzt schon richtig gut unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch einen Torwarttrainer finden, der vielleicht auch so ein bisschen was beim Athletiktraining kann. Ich überlege, ob ich bei Baji schon ein bisschen runtergehen soll von den Summen her. Wirklich viele interessierte Clubs gibt es nicht. Er wird derzeit keinen besseren Vertrag bekommen. Dieses Verhalten verringert auch seine Chancen, jemals einen zu bekommen. Und die restlichen Spieler, wenn sie irgendwie was brauchen, können sie natürlich zu mir kommen, das ist eh ganz klar. Dann reden wir darüber. Nach wie vor keine Angebote für Baji. Da geht es hauptsächlich um die Gehaltsforderungen. Ich möchte das Kapitel jetzt aber echt beenden, also biete ich ihn jetzt nochmal an, ohne konkrete Summe. Und dann müssen wir halt ein bisschen Abstriche machen, so wie es ausschaut. Pongracic Transfer um eine Woche verschieben, großartig. Das geht sich jetzt nicht aus. So, Nicholas Jackson, so, der ist sehr spannend, scouten wir. Fabrizio Angelieri, gut, der ist schon 30. Und der Budimir ist definitiv zu alt. Rasmus Højlund natürlich super spannend, gleich auf die Auswahlliste. Dann haben wir hier Kouame, schaut mal. Den könnte ich mir zum Beispiel schon mal
als Ersatz von Barty dann vorstellen, falls wir für die Offensive dann noch wen holen wollen. Das müssen wir uns sowieso noch überlegen dann. In erster Linie müssen wir mal Barty wegbekommen. Und neuer Scout. Sind nur zwei neue dazugekommen. Ich probiere es nochmal ein bisschen länger. So. Keine Angebote für Barty. Ja, also von mir aus kann er dann auch auf Leihbasis gehen. Dass wir ihn einfach ein Jahr lang mal wegbekommen. Gehalt muss halt übernommen werden. Aber wenn es am Gehalt scheitert, dann müsste eigentlich die Leihe auch nicht funktionieren. Ah, das funktioniert. Sehr schräg. Das heißt, wir haben hier Angebote mit voller Gehaltsübernahme und auch hier 60% als Rotationsspieler. Hier sind wir ein bisschen höher. Ich nehme beide an. Dann haben wir das zumindest mal für einen Moment erledigt. Koulibaly bestätigt Wechsel zu Aarhus. Finde ich ein bisschen schade, aber da hat die Qualität halt leider nicht gereicht. Das heißt, wir haben leider auch transfermäßig jetzt nicht wirklich was rausholen können. So, jetzt können wir nur kurz nachschauen, ob wir jetzt schon Budget haben. Jo, durch den Koulibaly-Transfer haben wir Budget. Das heißt, jetzt können wir Pongracic bestätigen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich bin froh, dass das geklappt hat mit Pongracic, weil damit ist eigentlich unsere Kaderplanung, kann man sagen, abgeschlossen. Es geht jetzt nur noch um die Geschichte mit Bargi. Also da werden wir dann halt noch jemanden brauchen, aber da könnte man auch echt mit einer Leihe arbeiten. So, er kriegt jetzt die 10. Bakwa die 7, die möchte ich eigentlich auch noch loswerden. Schauen wir mal, ob da noch was reinkommt. Also Pongracic ist da, das ist schon mal ganz wichtig. So, jetzt haben wir gegen Juve den letzten Test, den werden wir in dem Part heute nicht mehr machen, glaube ich. So. Wie schaut es eigentlich auf der Leihliste aus? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt momentan noch nicht wirklich was geht, was die günstigen Leihen angeht. Aber da gibt es einige, die Interesse hätten, zu uns zu kommen. Und die richtig viel Qualität haben. Da müsste man dann halt auch schauen, wie es ist mit den Summen, also mit den Gehaltsübernahmen, wie man da hinkommt. Pelistri wäre durchaus interessant, ist aber eher nicht so der Stürmertyp. Wobei wir haben eigentlich mit Ribeiro und mit Neres zwei Spieler, die Stürmer spielen können. Deswegen würde es vielleicht eh reichen, wenn man da zusätzlich noch einfach einen Flügelspieler holt. Armando Breuer finde ich zum Beispiel super spannend. Der könnte auch toll Stürmer spielen, aber mit der Gehaltsübernahme. Ja, definitiv zu teuer. Aber ich würde sagen, da brauchen wir uns eigentlich keinen Stress machen, oder? Weiß nicht, was ihr meint. Matthijs Tell wäre natürlich super spannend. Aber auch hier, er hat die geben und sogar Kaufoption. Was ich noch immer schräg finde. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Aber das läuft uns wirklich nicht davon. Wir können dann aus der zweiten Mannschaft theoretisch auch noch schauen. Eigentlich kommt da nur Hafi in Frage. Der ist momentan sowieso auf der Leihliste, aber bekommt nicht wirklich Angebote. Leihe ist ihm versprochen worden, also biete ich ihn jetzt einfach nochmal an. Als Stammspieler. Ohne Gehaltsübernahmen. Zumindest keine fixen. Jetzt haben wir wieder unter der Woche Test gehabt und wir sind noch im Trainingslager, deswegen habe ich da jetzt auch niemanden verfügbar machen können. Aber ich glaube, dass die Spielpraxis schon auf einem Niveau ist, dass es ganz okay ist für den Beginn. So, keine Angebote für Hafi. Lommel macht ein Angebot für Junior Mwanga. Da ist jetzt auch wieder ein Kauf dabei, was ich natürlich nicht will, ganz klar. Also würde ich sagen, streichen wir da mal alles raus. Die Kaufoption angeht und Stammspieler gehen wir noch rein, damit wären sie zufrieden. Da könnte man ja auch damit arbeiten, dass man da dann noch einen Leihspieler am Ende der Saison holt, einfach für die Breite im Kader. Immer noch besser, wenn der dann bei Belgien spielt,
in Belgien spielt, als dass er bei uns hier auf der Tribüne sitzt. So, Courmet, den Probespieler, könnte man bei der zweiten spielen lassen, theoretisch. Aber muss nicht sein. Poisson, wieder im Nationalteam. Dann haben wir Philipp Billing, den kann ich mittlerweile von der Auswahlliste streichen. So, Ignatenko wieder verletzt. Eposé trainiert nicht gut. Neres trainiert nicht gut. Theo trainiert nicht gut. Das sind halt genau die zwei, zumindest die oberen zwei, die Bargi hier so unterstützt haben in der Sache. So, Kosawa. Die Rückennummern, da können wir jetzt dem Bakwa die 7 wegnehmen. Dann würde ich es aber sowieso vielleicht machen, dass wir dem, die 7 dem Bargi geben und die 10 dem Bucher. Pongracic kann von mir zurück die 34 haben, die hat jetzt Ribeiro, der kriegt dafür auch eine bessere Nummer. Wo ist er denn jetzt? Weil jetzt Ribeiro, ah, da unten ist er. Der kriegt dann von mir aus die 9 von Udin. Weil die 9 fand ich bei Udin sowieso immer ein bisschen komisch. Und der bekommt dann dafür halt die, das sind so eine klassische Flügelnummer, die 18. Alan Campbell. Der kriegt sonst die 24. Gut. Strache kriegt nicht die 1. Die 1 kriegt Poisson. Passt. Hat sich also ein bisschen was getan, aber ich denke, das passt ganz gut so. So, Torschützenkönig. Da ist keiner von uns in der engeren Auswahl. Boah, der ist auch stark. Er ist Wolfsburg interessiert auf die Auswahlliste. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Aufstellung und dann lassen wir es gut sein für diesen Part. Wie lange ist ein Poisson noch beim Nationalteam? Am 11.8. kommt der erst retour. Das heißt, der fehlt uns tatsächlich im ersten Ligaspiel und im Supercup gegen PSG. Also können wir nur hoffen, dass da noch ein paar andere Kandidaten auch fehlen. Bündgard schiebe ich in die erste. Den brauchen wir jetzt nämlich für den Anfang der Saison. Theo nehmen wir mit. Der Rest ist nicht da. Das heißt, stark ist ein Pongracic jetzt eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich Pongracic nicht einfach von Beginn weg jetzt schon statt Gregersen spielen lasse. Also eigentlich muss das fast machen. Wenn man auf Janicek setzt und dem vertraut, dann würde ich echt Pongracic daneben stellen. Spielpraxis ist bei einigen hier schon relativ gut. Das heißt, dann würde ich Bargi vielleicht einfach mal auf die Bank setzen. Bucher hat auch eine relativ gute Spielpraxis, dann lasse ich heute Theo spielen. Und Elise hat auch eine relativ gute, aber da haben wir jetzt eh niemanden, den wir wirklich einsetzen wollen. Also ich glaube, das passt dann ganz gut. Dann werden wir so jetzt gegen Juve angehen im letzten Testspiel. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis bald, danke, ciao.